Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich begrüße Sie recht herzlich zum heutigen Jungfernpanorama aus Thun. Folgende Themen haben wir für Sie bereit. Manuela und Philipp Steiner aus Steffisburg führen seit 2,5 Jahren den Kasperlikeller Gwundernäsli. Und der Frachtturm Thun startet in ein neues Abenteuer. Doch vorher schauen wir noch kurz an, was in der Region so alles passiert ist. 1,5 Millionen Franken Buß für die Berak AG. Die Frutiger AG wehrt sich. Die Wettbewerbskommission legt der bernischen Belagswerk Berak AG von Rubigen ein Strafgeld von 1,5 Millionen Franken auf. Postwendend reagiert die Frutiger AG. Die Mitaktionärin akzeptiert den Entscheid nicht und will das Verfahren ans Bundesgericht weiterziehen. Der erste Sieg für Noel von Grünigen. Der Noel von Grünigen aus Zweisimmen ist zu seinem ersten Sieg im Europacup gekommen. Er ist der Sohn des 23-fachen Weltcup-Sieger und zweifachen Riesenslalom-Weltmeister Michael von Grünigen. Der 26-Jährige gewinnt den Slalom im schwedischen Almaza mit einer halben Sekunde Vorsprung vor seinem 5 Jahre jüngeren Landsmann Fadri Janutin. Die Widerspruchslösung soll Leben retten. Wer nach seinem Tod kein Organ spenden will, soll das künftig explizit festhalten müssen. Angehörige sollen aber eine Organspende ablehnen können. Der Bundesrat und das Parlament sehen in der erweiterten Widerspruchslösung die Chance, die Spendenquote zu erhöhen. Der Gesundheitsminister Alain Berset hat heute den Abstimmungskampf zur Vorlage gebracht, der am 15. Mai an die Urne kommt. Tri, tra, tralala. Der Kasperli ist wieder da. Hier werden Kindheitserinnerungen wach. In Steffisburg tun Manuela und Philipp Steiner den Kasperli seit 2,5 Jahren zum Leben erwecken. Rebecca Affolter ist im Kasperli-Keller Gwundernäsli vorbeigegangen und hat die beiden gefragt, woher ihre Leidenschaft kommt. Also ich bin Manuela Steiner. Ich bin Philipp Steiner. Genau. Und zusammen führen wir den Kasperli-Keller in Steffisburg. Und seit 2,5 Jahren haben wir jetzt hier den Kasperli-Keller in Steffisburg. Und da ist auch mein Mann dabei. Also das machen wir eigentlich zusammen. Ja, ich merke einfach, dass es mega etwas ging noch aktuell ist und sehr beliebt bei den Kindern. Also angefangen hat sie bei Spielgruppenleiterin gsi und dort habe ich immer, wenn ein Kind Geburtstag hatte, habe ich Kasperlet und ich habe einfach so gemerkt, das ist so der Renner geworden. Also das haben sie geliebt, immer, das war immer das Thema gsi. Sie durften 4 Figuren auswählen und ich habe einfach so simple 10-Minuten-Geschichten gemacht und das ist so einfach der Renner geworden und das ist wirklich meine Leidenschaft, aber mittlerweile auch unsere Leidenschaft, einfach Kinder zu begeistern. Und, ja. Und uns ist wichtig, dass wir einfach auch gute Werte vermitteln, genau. Also wie man zusammenlebt oder auch Umwelt, also immer diverse Themen, die wir haben in unserem Stück. Und auch das wollen wir den Kindern und den Eltern mitgeben. Genau, es sind fähige Stücke, es hat auch mit viel Musik und lustigen Elementen. Und immer probieren wir noch so ein bisschen einfach so einen Gedanken, ja, den wir so ein bisschen wie den Kindern noch einzupacken. Auf so eine unkomplizierte Art, genau. Das ist relativ eine aufwendige Sache. Also angefangen beim Geschichtenentwickeln, dass wir nach meistens irgendwo in den Ferien, wenn wir Ruhe und Musse haben, wie wir da einfach verspinnen miteinander. Und das braucht schon mal recht viel Zeit, bis man es dann abbricht in einzelne Szenen und Bühnenbild. Und das ist in Stunden, haben wir das noch nie berechnet, aber es ist relativ viel. Ja, und was wir immer auch probieren in den Geschichten, ist einfach, dass die Kinder auch eine Part haben, wo sie wirklich mitmachen können. Da probieren wir auch bei jeder Geschichte so ein bisschen neue Elemente reinzubringen. Also, dass so wie die Kinder auch ein Teil werden von der Geschichte. Also, eben zum Beispiel beim Enten machen sie ein Erdbeben, dass der Räuber zur Hölle auskommt oder einfach so Sachen. Also sie sind so ein bisschen wie ein Teil der Geschichte. Oder ist bei dieser Geschichte, die wir jetzt haben, bei diesem Theaterstück, die sie zum Beispiel beginnen, dass der Kasperli und Krokodil eine Stecke ins Mund tun und einfach so Sachen. Sie sind so wie, sie haben Mitmachtheater und sie dürfen immer wieder auch mitmachen. Das ist auch die Stärke des Kasperli-Theaters. Der Sprungschritt zum Fernsehen. Hier ist wirklich Interaktion. Das ist etwas vom Wichtigsten für uns, dass sie mit einbezogen sind, sie können mitmachen.
Und das ist eigentlich auch das, was eine riesige Freude auslöst, wenn man all die Kinder sieht, wie sie reagieren, wie sie ihre Sprüche bringen. Und es ist jede Vorstellung anders. Und das ist mega cool. Mhm. Das ist das, was uns begeistert. Ja. Das Gute ist einfach, sie ist mega begabt. Also, das ist etwas, das ich nicht kann, wo wahrscheinlich viele Leute nicht können, die kann Geschichten einfach erzählen aus dem FF heraus. Und manchmal passiert da sehr viel spontan. Manchmal werden Geschichten noch angepasst. Wenn Kinder reagieren. Kann man so noch etwas ändern. Also es ist einfach sehr spontan, kann mega gut einfach drauf loslaufen. Und da sind verschiedene Dialekte, verschiedene Tonhöhen. Also genau. Eigentlich ist es sehr die, die es managt. Ich will auch nicht pensioniert werden, wenn ich irgendwie möchte. Genau, wird es wie bis hinten raus. Das ist schon. Das ist etwas, genau. Was sehr belebend ist. Also da, wenn man so lange macht, machen wir das. Weil es tut uns sehr gut, wir haben ein gemeinsames Projekt. Und darum haben wir gesagt, hinten raus, solange es geht. Vor 3 Jahren hat die junge Wirtschaftskammer den Frachtraum Thun gegründet. Nach einem guten ersten Jahr ist es ruhig geworden ums Coworking und Event-Pionierprojekt. Rebecca Affolter hat den Betriebsleiter Daniel Schmidt besucht und mit ihm über das bevorstehende neue Abenteuer Cap & Ride GmbH gesprochen. Mein Name ist Daniel Schmidt, bin hier Betriebsleiter im Frachtraum und voller Energie, wenn es hier wieder losgeht mit Events und Betrieb. Genau. Wir haben im April 2019 gestartet, hatten ein super erstes Jahr gehabt und dann 2 Jahre so ein bisschen zum Vergessen. Und jetzt freuen wir uns, wenn es Vollgas wieder losgeht. Wir haben als Verein gestartet, so ein bisschen hier in eine Halle gezogen, eine Idee gehabt. Projekt, wo wir mal gestartet haben, geschaut, wie es anläuft, geschaut, wie es sich entwickelt. Wir haben dann noch nicht gewusst, wo es hergeht genau. Und haben das so mal als Verein gestartet. Haben dann gesehen, dass der Betrieb hier, dass das genutzt wird, dass das sehr gut ankommt. Und ja, dann war eigentlich schon gleich mal klar gewesen, dass das so als Verein irgendwie weitergehen wird. Ich habe dann dazu die Cap & Ride GmbH gegründet. Und so ist es dort übergegangen und läuft jetzt so weiter. Wie gesagt, ich war vorher schon hier zuständig für den ganzen Betrieb. Also ist so, ein bisschen durch meine Ideen auch stark gezeichnet worden. Von dem her wird es sicher so weitergehen. Klar wird es die eine oder andere Änderung in Zukunft geben, aber das ist nicht abhängig von der Trägerschaft. Das ist echt der Lauf der Zeit, halt, wo sich auch Projekte irgendwie ändern, anpassen. Von dem her. Ist das der natürliche Verlauf. Es ist ein Coworking-Space, von dem her, wir haben Leute, die regelmässig immer wieder kommen. Wir haben Leute, die fixe Büros haben. Das ist ein bisschen saisonbedingt, das ist bei vielen noch so ein bisschen manchmal auftragsbedingt. Von dem her, ja, haben wir sicher immer gut belebt hier, es läuft immer etwas. Das ist manchmal fast eher die obere Grenze des Betriebs. Und manchmal gibt es auch wieder ruhigere Tage, wo man fast alleine ist. Und das ist auch gut, jeder soll es so, alle soll es so nutzen, wie es passt. Und das ist mal ein bisschen Vollbetrieb, man ist wieder ein bisschen gemütlicher. Ja, im Moment ist sicher das whole Projekt ist mal wieder zurück in die Normalität. Jetzt haben wir 2 Jahre gehabt, herausfordernde Jahre, viel gelernt. Jetzt freue ich mich es mal riesig, dass wir wieder irgendwie ein bisschen auf die Spur kommen. Zum normalen Alltag. Und dann wird es sich zeigen, dass es sicher viele Ideen herum. Es wird weitergehen, es sind viele anständige Projekte, die kommen oder hoffentlich kommen. Und von dem her wird es sich ein bisschen zeigen, wie es weitergeht. Aber es wird sicher weitergehen. Genau. Wir machen viele Events natürlich am Abend und am Wochenende. Und da gibt es immer für natürlich die Planungsarbeiten, die im Vorfeld passieren. Das ist sicher ein grosser Teil, aber auch mit dem Coworking, das Hosting, gibt es sicher auch immer viel zu tun. Es muss immer jemand da sein. Es gibt halt wie bei jedem Job viel Admin-Büts, die halt auch dazugehört. Von dem her wird es hier nicht langweilig. Ja, das ist eine gute Frage. Man hatte mal eine Idee gehabt, für irgendetwas Neues zu realisieren, umzusetzen in der Region, etwas zu machen für das Unternehmertum.
ja, Ort schaffen, wo sich Leute können treffen können, sich austauschen, zusammenarbeiten, Synergien nutzen. Und ja, für das hat sich dann auch der Raum super geeignet dazu. Und ja, man hatte eine Idee, man hat nicht genau gewusst, wo es hergeht und hat dort so ein bisschen die Ideen freien Lauf können gewähren. Und ja, da sind wir jetzt. Der Matthias Mast war heute in der Traufer-Erlebniswelt unterwegs gewesen. Hier ist noch alles Baustelle, aber morgen 100 Tage sollte alles fertig sein. Traufer-Erlebniswelt. Wir treffen Brigitte und Marc Traufer. Mehr dazu seht ihr morgen. Das ganze Gespräch mit Marc Traufer können Sie morgen Vormittag auf jungfrauzeitung.ch anschauen. Das war es vom heutigen Panorama. Die ausführlichen Artikel finden Sie auf unserer Homepage oder in unserer App. Die Kollegen von Media News präsentieren jetzt noch das Wetter der kommenden Tage. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ade miteinander. Das Wetter wird euch präsentiert von Interlaken Tourismus. Das ist Ihr Jungfrau-Zeitungswetter für das Berner Oberland. Ganz herzlich willkommen. Es freut mich, dass Sie dabei sind. Und ich grüße Sie heute mit dem grauen Bild aus Grindelwald. Ja, das Zentrum vom Sturmtief Antonia liegt heute über der Ostsee und es gibt einen sehr turbulenten Wochenstart in weiten Teilen von Europa. Heute Morgen hat die dazugehörige Kaltfront Alpen-Nordseiten erreicht. Heute Nacht ist es im Oberland meist bewölkt und häufig auch nass mit Schnee ab rund 600 bis 800 Meter. Auch in Morgen starten wir zuerst noch eher trüb. Wir messen am Morgen rund 3 Grad von Thun bis nach Interlaken und in Grindelwald wachen wir zu minus 1 Grad auf. Nach den vielen Wolken am Morgen rechnet es auf den Nachmittag ab und es gibt immer wieder mal ein paar Auflockerungen. Dazu messen wir am Nachmittag bis zu 8 Grad in Thun und in Gstaad messen wir bis zu 5 Grad. Auf den Mittwoch gibt es eine Wetterbesserung. Es wird zunehmend sonnig. Auch am Donnerstag haben wir trotz hoher Wolken zeitweise sonnige Phasen. In der Nacht auf den Freitag erreicht uns eine Störung, die uns dann wieder Wolken und auch nass bringt. Auch der Freitag der bleibt wechselnd bewölkt mit ein paar Schauer oder Schnee ab rund 500 bis 600 Meter. Am Samstagmorgen dürften dann noch ein paar letzte Flocken fallen und dann soll das Wetter wieder besser werden. Und auf den Sonntag erwarten wir voraussichtlich recht sonniges Hochdruckwetter. Ich wünsche Ihnen einen ganz schönen Abend und bis gleich wieder. Alles Liebe, ade miteinander.